scheu. Im November 23 habe ich mir bei unserem Lieblingshändler, dem Gus Sportiv in Kaidenzell, die Ducati Scrambler Flat Track Pro aus 2018 angeschaut. Fand sie sehr interessant und dann haben wir mit dem André vereinbart, dass ich halt eine Probefahrt mache. Und es war jetzt hier im März 2024 der Fall. Der Schussel war hier wieder unterwegs. Also ich, ne? Mikro nicht in den Helm rein, flattert dann hinten am Rücken rum. Deswegen gibt es jetzt hier eine Nachvertonung. Somit ergreife ich jetzt mal die Chance, mit ein paar technischen Daten um mich zu werfen. Also die süße gelbe hat 803 Kubik, 73 PS, 68 Newtonmeter. Reifen hinten 180er und vorne 110er. Die Sitzhöhe ist 790 mm und Gewicht hat sie 186 Kilo. Okay, Schatz, du hast jetzt die Chance ergriffen und hast durch das Nachvertonen mal technische Daten an den Mann bringen können. Ist ja für dich völlig außergewöhnlich. Du schaust, ne? Ja, das war echt nicht schlecht. Okay, aber jetzt neben den technischen Daten, wie war denn so dein Fahrgefühl? Wie war die Sitzposition, Kniewinkel? Wie war der Lenker? Was kannst du da dazu sagen? So viele Fragen auf einmal. Also gut, die Sitzposition war sehr angenehm. Meine Arme waren angewinkelt, also nicht durchgestreckt. Vom Sitzen her, also ich bin mit beiden Beinen satt unten am Boden, also konnte ich meine Füße aufstellen. Der Sattel war sehr bequem, kann ich mir vorstellen, dass man eine längere Zeit darauf aushält. Und was wolltest du noch wissen? Der Unterschied vom Gewicht, das sind ja 40 Kilo weniger als deine jetzige, hast du die gemerkt? Ja, auf jeden Fall. Also das ist kein Vergleich zu meiner BMW. Also das war jetzt so vom Handling her war es echt easy. Also keine Gedanken gemacht, da jetzt mal kurz irgendwo ranzufahren, zu wenden. Also war echt gut. Also diese Handling-Probleme hast du bei der Kleinen nicht? Nee, gar nicht. Wie war das Kurvenverhalten, wenn du in die Kurve gegangen bist? Ich war jetzt ein bisschen verhalten, weil es war ja sehr kalt an dem Tag, 7 Grad oder so. Ich habe mich jetzt auch nicht wirklich getraut, so in den Kurven zu gehen. Kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Okay. Du hast gerade gesagt, minus 7 Grad, also kein Motorrad für den Winter? Minus 7 Grad? Plus 7 Grad. Plus 7 Grad, genau. Also für mich nicht, nein, weil die hatte jetzt auch keine Griffheizung, keinen Windschutz. Mich hat es runtergefroren. Also für den Winter, für mich persönlich, weiß jetzt nichts. Okay. Und dann hast du ja doch dein Mikrofon in den Helm reinbekommen und hast doch ein paar Anmerkungen zur Tour geben können. Und feuerfrei. Das könnt ihr jetzt natürlich im Anschluss an unserer Nachvertonung mit anhören. Ich habe jetzt keine Ahnung, fahre ich mit dem ersten Gang los oder mit dem zweiten.
Also ich fange nochmal an. Ich hatte das Mikro wieder nicht drin. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es jetzt wirklich drin ist. Ja, ich bin die Tanja von den Hermanios. Ich fahre heute die Ducati Scrambler in einem Quietschgelb. Ich habe keine Ahnung. Also technische Daten blenden wir nachher mal ein. Ich weiß nicht, hat die 68 PS irgendwo was um den Dreh. Ist heute nicht das ideale Wetter, 7 Grad, arschkalt. Wie wir jetzt hergefahren sind, hatte ich meine Griffheizung an und meine Fokoheizung. Das war herrlich auf der BMW. Aber hier, das ist arschkalt. Also das Ding muss ja einen Leerlauf haben, war ja vorher im Leerlauf. Aber ich bin, glaube ich, zu doof, den zu finden. Oder muss man das dann vor- und zurückschaukeln, dass man da einen Leerlauf reinkriegt? Also der Tacho ist das Nötigste. Was hat es denn drauf? 18.285 Kilometer. Dann die Uhrzeit siehst du jetzt in der Einstellung noch, ne, und die km/h, ne, brauchst du jetzt eigentlich nicht. Keine Ahnung, ob man da noch mehr einstellen kann. Boah, bitte lass mich nicht abwürgen hier, habe ich echt ein Problem. Oh Gott. Wisst ihr, wie das immer ist, wenn einer sagt, mach dies nicht, dann passiert das. Mach dies auch nicht und dann passiert das. Ja, kennt ihr das? Murphys Gesetz. Das Marmeladenbrot immer nach unten fällt. Was ist jetzt hier noch los? Ach du Scheiße. Auch noch eine Umleitung. Finger sind auch schon steif. Naja, vielleicht hat es jetzt gar nichts aufgenommen, dann müsst ihr mein Genöle nicht wieder mit anhören. Da knallen du dich schon ganz schön. Wenn du den Schaltassistent so gewöhnt bist und musst jetzt wieder also halt mal schalten, das ist auch komplett ungewohnt. Da merkt man mal, wie man sich auf diesen ganzen Helferlein, wie man sich daran gewöhnen kann. Ich bin, glaube ich, festgefroren, wenn wir wieder beim Bus ankommen. Man kann sich erstmal runterkratzen. Finger habe ich auch keine mehr. So, Sprit. Ich sehe nicht, wie viel Sprit ich habe. Ja, wenn es immer vorwärts geht, ist alle. Und schon ist hier rum meine Spaßfahrt, Testfahrt oder Probefahrt, wie ihr es nennen mögt. Eure Hermanias, die Tanja und der Hermann. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis demnächst.